Ich bin Sultan Süleyman, im Orient als Kanuni, der Gesetzgeber bekannt und ging wie die meisten Sultane einer bürgerlichen Tätigkeit nach. Ich war Gärtner. Eines Tages, als ich schon ein alter Mann war, spazierte ich in meinem Garten. Vor mir stand ein prächtiger Baum, den ich einst als Jüngling dorthin gepflanzt hatte. Ameisen, die den Baum befallen hatten, schienen seinen Stamm regelrecht auszuhöhlen. Sofort kamen meine Diener und schlugen mir vor, den Baum zu behandeln, um die Ameisenkolonie auszurotten. Ich überlegte und kam in einen moralischen Zwiespalt. Ich suchte Rat beim Schehul Islam, dem obersten Gelehrten, und schrieb ihm folgende Worte. Wenn Ameisen einen Baum zerbeißen, darf ich sie dies Welt entreißen? Nach einer Weile antwortete mir dieser Gelehrte. Steht Süleyman und Ameise zu jüngst Gericht, so klagt jede einzelne Ameise auf Recht. So überließ ich mit der Gewissheit des Glaubensgrundsatzes, dass Heil und Unheil vom Herrn kommt, den Baum und die Ameisen ihrem Schicksal. Dieser Schriftverkehr von mir und diesem Gelehrten ist bis heute erhalten.